Heute stellen wir Ihnen eine Pressemitteilung aus dem Deutschen Ärzteblatt vor. Es geht um den neuen Stamm von SARS-CoV-2 mit 17 genetischen Veränderungen. Der Stamm B.1.1.7 von SARS-CoV-2, der sich in den letzten Wochen im Süden Englands ausgebreitet hat, verfügt nach Auskunft des COVID-19 Genomics Consortium UK, COC UK, gleich über mehrere genetische Veränderungen, die die Infektiosität des Virus offenbar erhöht haben. Welchen Einfluss sie auf die Schutzwirkung der Impfung oder die Pathogenität haben, ist derzeit unklar. Der Stamm B.1.1.7 oder VUI 2020-12-01 für Variant Under Investigation wurde erstmals am 20. September in der Provinz Kent und einen Tag später im Großraum London nachgewiesen. Bis zum 15. Dezember wurde das Genom dann 519 Mal in Greater London, 555 Mal in Kent, 545 Mal in anderen Regionen des Vereinigten Königreichs, einschließlich Schottland und Wales, nachgewiesen. Und viermal in anderen Ländern. Der Stamm B.1.1.7 unterscheidet sich deutlich von anderen SARS-CoV-2. An 14 Stellen haben sogenannte Non-Synonym Mutation zu einer Veränderung der Aminosäuresequenz geführt. Hinzu kommen noch drei Deletionen, also Verluste von kurzen Abschnitten im Virusgenom, die sich ebenfalls auf die Struktur des Virus auswirken. Von Bedeutung sind nach Einschätzung von COC UK drei Veränderungen. Am wichtigsten könnte die Punktmutation N501Y sein. Sie befindet sich an einer von 6 Aminosäuren in der Rezeptorbindungsstelle des Spike-Proteins. Das ist der Teil, der am ACE2-Rezeptor auf den Zellen bindet. Experimentelle Studien haben laut COC UK gezeigt, dass die Punktmutation N501Y die Affinität zum ACE2-Rezeptor bei Mäusen und bei Menschen steigert, was das Eindringen des Virus in die Zelle erleichtern könnte. Eine weitere Punktmutation, die die Infektiosität des Stamms B.1.1.7 steigern könnte, ist P681H. Sie grenzt unmittelbar an die Furin-Spaltungsstelle an. Furin gehört zu den Enzymen in der menschlichen Zelle, die SARS-CoV-2 nutzt, um ins Innere der Zelle zu gelangen. Die dritte potenziell wichtige Änderung ist eine Deletion 6970-DEL im Gen für das Spike-Protein. Sie könnte die Immunantwort auf eine Infektion beeinflussen. Die Herkunft der neuen Virusvariante ist unklar. Die Forscher des COC UK spekulieren, dass das Virus sich im Blut eines immunsupprimierten Patienten entwickelt haben könnte. Dieser Patient konnte über Monate infiziert gewesen sein. In dieser Zeit können sich die Viren mehrfach verändern. Der Patient könnte nach Monaten andere Menschen mit einem Virus angesteckt haben, das sich deutlich von den übrigen zirkulierenden Viren unterscheidet. Die britische Regierung führt den starken Anstieg von Infektionen im Süden des Landes auf den Stamm B.1.1.7 zurück. Experten schätzen, dass die neue Variante 40-70% leichter übertragbar ist als andere SARS-CoV-2-Varianten. Der natürliche R-Wert könnte dadurch um 0,4 oder mehr steigen, was eine Eindämmung der Epidemie erschweren würde. Offen ist derzeit, ob die Mutationen auch die Pathogenität erhöhen. In diesem Fall wäre mit einer Zunahme von schweren Verläufen und Todesfällen zu rechnen. Im schlimmsten Fall würden die durch die Impfung erzeugten Antikörper das Virus nicht mehr erkennen. Der Impfstoff könnte zwar relativ leicht an den neuen Stamm angepasst werden, sein Ansatz würde sich dann jedoch durch neue Tests verzögern, es sei denn, auf weitere Tests würde verzichtet. Derzeit gehen die meisten Experten jedoch davon aus, dass die Mutationen die Immunogenität des Virus nicht verändert haben. Weitere Informationen und Ergebnisse nehmen Sie im Deutschen Ärzteblatt.